Wartet natürlich alle auf ihn. Sitzt hier aus, von mir aus gesehen auf der rechten Seite, wo er da auch hingehört. Es ist ein Mann, es ist mittlerweile eine Familie. Wir haben uns ca. 2016 kennengelernt, lieber Jürgen, in Dresden bei Pegida, als wir dort gemeinsam auch auf der Bühne gestanden haben. Und wir sind bis heute Rücken an Rücken geblieben. Wir sind jedes Jahr so gefühlt ein Stück näher zusammengerückt, näher zusammengekommen. Und wo wir in dem letzten Jahr eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, denke ich, auch gemeinsam hatten. Und ich kann euch mit Fug und Recht sagen, da sitzt ein Kamerad. Da sitzt ein wirklicher Kamerad, der noch nie jemand verraten hat, der nie jemanden aus seinen Reihen in den Rücken schießen wird. Ich habe, und ich war selber einige Jahre in der AfD. In der AfD, vorweggesetzt, meine persönliche Meinung, die AfD ist eine sehr wichtige Partei. Ich möchte hier ihr Bestehen nicht in Zweifel ziehen. Aber ich habe es persönlich in der AfD erlebt, wie mir als Kreisvorsitzender in SOE in den Rücken geschossen worden ist. Von den eigenen Leuten, liebe Freunde. Und das tut doppelt weh. Das tut doppelt weh. Und ich bin dann auch dort ausgetreten. Und ich würde heute nicht hier stehen und euch Jürgen Elsässer hier so ans Herz legen, wenn ich nicht davon mittlerweile hundertprozentig überzeugt wäre, dass wir mit Jürgen einen Kameraden an unserer Seite haben, der auch seinen Kopf für uns hinhält, liebe Freunde. Der für uns vorwärts geht. Und so wie ich Jürgen schon an dem besagten, an dem geschichtsträchtigen Dienstag erlebt habe, als er mit seiner Faust gestanden hat und es geht weiter und vor den Kameras eine Rede gehalten hat, wo ich niedergekniet bin und den Hut gezogen habe, in dieser Situation diese Rede zu halten, lieber Jürgen. Das war ganz, ganz großes Kino. Und ich bin mir sicher, dass wir von dir in den nächsten Jahren hier in unserem Land noch ganz, ganz, ganz viel hören. Auch, weil du die Unterstützung deiner lieben Frau Stefanie hier an deiner Seite hast. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr hier seid. Und jetzt haben wir noch ein Lied für dich, was heute, denke ich mal, ganz, ganz genau zum Thema passt. Und ihr erhebt euch jetzt bitte mal von den Bänken. Ich will jetzt niemanden mehr sitzen sehen hier vorne. Bitte. Mir reicht's, dass so viele nicht kapieren, dass wir alle gerade dabei sind, unsere Zukunft zu verlieren. Und mir reicht's, dass meine Meinung nichts mehr zählt und jeder Vollidiot weiter Altparteien wählt. Und mir reicht's, dass unsere Kinder kaum was wissen und die Schuldigen sich einfach nie verantworten müssen. Und mir reicht's, weil ohne Integrität alles vergeht. Und mir reicht's, dass wir uns niemals Seelen fühlen, während Alte in Mülleimer nach Pfandflaschen wühlen. Und mir reicht's, dass uns die Nachrichten belügen und die Lügner dafür auch noch mächtig Kohle kriegen. Und mir reicht's, dass die Gesundheitspsychopathen die Leuten weiterhin zur Boosterimpfung raten. Und mir reicht's, denn ohne jeglichen Sinn ist alles hin. Und ich frage mich, ob es anderen noch genauso geht. Wie viele werden hoffen, dass der Wind sich nochmal irgendwie dreht? Sollten alle wieder auf die Straße gehen. Und dann werden sie ja sehen, dass wir immer noch für unsere Freiheit zusammenstehen. Mir reicht's, dass sie auf ganz leisen Sohlen wieder so viel Elend über unsere Landesgrenzen holen. Und mir reicht's, dass wir bald nichts besitzen werden und dabei noch so tun, als wär's der Himmel auf Erden. Und mir reicht's, dass sie den Krieg schon wieder feiern. Wir brauchen noch mehr Waffen und ich kann schon wieder reihen. Mir reicht's, und ganz gerade heraus spreche ich es aus. Und immer frage ich mich, ob es anderen noch genauso geht. Leute, wir sind hier live
Irgendwo war in der Stromleitung ein Knoten, aber auch der kann uns nicht abhalten. Hier heute Jürgen Elsässer und Stefanie Elsässer in Gera zu hören und zu sehen. Danke, dass ihr hier seid. Hallo Gera, hallo Compacteros. Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und die gute Nachricht heute ist, venceremos, wir werden siegen. Wir werden siegen. Und Frau Faeser und ihr Faschismus, ihr Fäschismus wird untergehen. Und im Grunde haben wir schon gewonnen, weil wer vorher Elsässer und Kompakt nicht gekannt hat, der kennt uns jetzt. Und sehr wichtig, dass Vertreter der anderen Seite, die immer gegen Kompakt waren, jetzt aufgestanden sind und zwar nicht für Kompakt sprechen, aber immerhin für die Pressefreiheit und gegen das Kompaktverbot. Da möchte ich mich ausdrücklich bedanken, obwohl ich ihn oft kritisiert habe, bei Kubicki von der FDP, bei sogar Dennis Yücel von der Welt, bei Gunnar Schubelius von der Bild-Zeitung, bei Henrik M. Broder, die haben sich alle gegen das Kompaktverbot eingesetzt. Dazu namhafte Journalisten, die Woche wieder namhafte Juristen, die Woche wieder einer in der Sendung von Lanz. Das zeigt, dass der gegnerische Machtblock bröckelt. Und deswegen kann ich sagen, wir haben zuletzt 1 Million Zuschauer gehabt bei Kompakt TV am Tag und wir werden wiederkommen. 3-mal so stark, 4-mal so stark, sogar 10-mal so stark und Faeser wird dann vergessen sein. Freiheit für Kompakt! Faeser und den Kass! Damit ihr euch eine Vorstellung machen kann von diesem schwarzen Dienstag, dem 16. Juli 2024, als Kompakt verboten wurde. Damit ihr euch plastisch vorstellen könnt, was da passiert ist, möchte ich das Wort geben meiner guten Frau Steffi, der Stütze in meinem Leben, die diesen Tag noch schlimmer erlebt hat als ich und trotzdem aufrecht hier steht. Vielen Dank, mein Schatz. Gesagt, 2024 ist das Wendejahr und tatsächlich war der 16. Juli eine Zäsur, eine Katastrophe. Die Diktatur hat ihr Gesicht gezeigt. Ohne Strafanzeige, ohne dass irgendetwas gegen uns vorgelegen hat, stürmten in meiner kleinen Nebenwohnung im Hessischen, wo ich nur alle 6 bis 8 Wochen mal bin und die ich mir schon lange halte, weil ich da mal gearbeitet habe, Polizisten ins Haus. Ich habe morgens geschlafen und wachte auf, das Zimmer hell erleuchtet und um mein Bett herum im Halbkreis schwarz gekleidete Polizisten mit Brustpanzern und Waffen. Und ich habe erst gedacht, ich spinne, das ist eine Halluzination, was hast du denn gestern Abend gegessen? Aber dann habe ich sofort umgeschaltet, weil sie sagten halt, ich soll aufstehen. Und ich lag nackt im Bett. Ich schlafe immer nackt. Ich sage, ich kann nicht aufstehen, ich bin nackt. Und da warf mir eine Polizistin ein T-Shirt hin. Und dann musste ich mich vor ihnen anziehen. Ich hatte meine Kontaktlinsen nicht an. Ich konnte erst mal gar nicht sehen, wie viele. Und dann wurde mir ein Durchsuchungsbeschluss vorgelesen, dass meine Firma, Konspekt Film GmbH, weil ich habe Kompakt TV produziert, verboten worden ist. Gegen mich persönlich läge nichts vor, aber man wolle jetzt in der Nebenwohnung Beweismaterial sichern und das ganze Firmenvermögen beschlagnahmen und verstaatlichen, also
in den Staat überführen. Ich habe gesagt, das ist ja eine rein private Nebenwohnung. Hat mit der Firma überhaupt nichts zu tun und alles, was hier ist, ist auch rein privat. Aber sie haben trotzdem alles Private dort beschlagnahmt. Meine Münzsammlung, Bargeld, alles und auch alte Kontoauszüge aus den 90er Jahren auf dem Dachboden, lauter Privates rausgeschleppt, warum auch immer. Und auch ein Privatwagen konfisziert, alles weggenommen. Handy auch privat weggenommen, Notebook weggenommen und ich habe ein paar Mal angeboten, ich kann beweisen, dass das privates Geld zum Beispiel ist. Ich hatte so einen Zuwachs sparend, ich habe das erst letzten Monat abgehoben. Und wir müssen nur mal kurz ins Online-Banking rein, dann können Sie das sehen. Rein privates Geld von meinem privaten Konto. Sie haben dann telefoniert, entweder mit dem LKA oder mit dem BMI. Aber da hieß es von oben trotzdem mitnehmen, alles mitnehmen. Und zum Schluss saß ich da, 17.30 Uhr. Den ganzen Tag auf dem Stuhl gesessen, bewacht von Polizisten, ohne alles, ohne Handy, ohne Geld, ohne alles, ohne Konten, alles konfisziert und war doch erstmal sehr geschockt und dann liefen mir auch die Tränen und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe auch ganz am Anfang gesagt, das muss eine Verwechslung sein. Ich habe niemanden vergewaltigt, ich habe niemanden umgebracht, ich habe nichts getan. Ja. Unser Verbrechen war ein Gedankenverbrechen wahrscheinlich, weil wir immer wieder das gesagt haben, was das Regime, so wie wir es nennen, nicht hören wollten. Und ich denke, es geht tatsächlich um den Krieg, weil wir auch uns immer wieder eingesetzt haben für Frieden und auch Frieden mit Russland, weil alles andere Wahnsinn wäre. Und wir haben uns entschieden zu kämpfen. Es sind 12 Juristen dran. Und wir sind zwar noch etwas angeschlagen, aber stark genug, um kompakt wieder nach vorn zu bringen, dass zwar im Moment physisch nicht existiert, aber in unseren Herzen, so wie vielleicht Wasser, ich habe da heute einen schönen Vergleich gehört, auch mal Nebel werden kann oder gasförmig werden kann, aber sich dann wieder auch als Wasser sammelt. Und darauf arbeiten wir hin, kompakt wird wieder auferstehen. Jetzt. Freunde, bleibt bitte zurück, geht auf eure Plätze. Wir haben hier noch zwei sehr, sehr gute Reden. Es bringt doch nichts, wenn die jetzt auch den Kuchen als rechtsradikal einstufen. Es bringt nichts, wenn wir uns jetzt hier in einen Straßenkampf mit der Polizei verwickeln. Kommt bitte zurück, beruhigt euch. Wir wollen hier die Veranstaltung einigermaßen noch fair und ordentlich über die Bühne bringen. Und ich rufe auch alle Polizisten auf. Freunde, ihr habt einen Ermessungsspielraum in eurem Handeln. Nutzt diesen Ermessungsspielraum bitte für friedliche deutsche Bürger aus und überspitzt hier die Lage nicht. Also bitte Abrüstung auf jeder Seite. Wir stehen für Frieden und für Freiheit heute hier, liebe Freunde. Also unsere Leute bitte hier wieder in die Platzmitte alle zurück. Die Aufforderung und die Bitte an euch, Polizei, nutzt euren Ermessungsspielraum, den ihr für euer Handeln habt und belästigt hier nicht zusätzlich noch freie, friedliche deutsche Bürger, liebe Freunde. So, ich glaube,
Leute, und ich brauche euch jetzt keine krölenden Zwischenrufe hier. Wir haben eine so emotionale Rede gerade von Stefanie Elsässer hier auf dem Hänger. Die ist auch durch eure Zwischenrufe, durch das Handeln der Polizei, durch eure Zwischenrufe etwas nach hinten gerutscht. Das hat das einfach gar nicht nötig und gar nicht üblich. Kommt bitte wieder zurück, lasst euch nicht provozieren. Kommt hier auf unsere Seite heran und wir werden die Veranstaltung ordentlich über die Bühne bringen. Ich als Versammlungsleiter und Veranstalter hier würde euch bitten, einen Schritt zurück machen, gebt denen nicht die Bilder, die sie wollen. Wir haben hier noch tolle Gäste, die tollen Gäste haben das Wort verdient und das ist das, was in die Welt getragen werden muss und nicht die Gewalt von diesen schwarzen Rotzlöffeln. Benehmt euch! So. Wir setzen jetzt hier an dem Punkt die Veranstaltung fort. Bitte jetzt mal alle Kamerateams hier wieder auf ihre angestammten Positionen, dass die unsere Anhängerbühne frei bleibt. Ihr bleibt auch noch ein bisschen mit hier oben. In diesem Land ist in diesen Tagen nichts mehr so, wie es mal war, noch vor einigen Jahren. Und wir sehen tagtäglich die Übergriffe des Staates auf seine friedlichen, freiheitlichen Bürger immer zunehmend. Und wir werden uns aber von diesen Übergriffen nicht provozieren lassen. Wir werden zusammenrücken, wie das heute hier schon mehrfach auf der Bühne von den Rednern gesagt worden ist. Wir werden zusammenrücken und mit diesem Zusammenrücken den Druck dagegen massiv steigern, bis dieses Unrecht gefallen ist und wir hier wieder in Recht und Freiheit in unserem Land leben können, liebe Freunde. Stefanie, ich habe dich jetzt ein Stück erstmal abgehört. Es ist mir sehr ans Herz gegangen. Es sind auch hier Tränen geflossen bei der Rede. Bitte. Mir fiel eben ein, als hier das Gerangel war, wir alle sind Deutschland, wir alle zusammen, wir sind alle Deutschland. Und in Situationen im Leben, in denen wir Schicksalsschläge erleiden, beten wir nicht nur, sondern wir erinnern uns auch oft an unsere Vorbilder. Und ich habe mich an Vorbilder von damals erinnert, die ich damals gern gelesen habe. Rudolf Steiner, auch Hannah Arendt, auch Martin Luther King hat mich sehr berührt und abgewandelt möchte ich sagen, we have a dream. Wir wollen endlich ein friedliches und freies Deutschland und bitte glaubt nicht die Lügen, die über uns geschrieben werden in der Mainstream-Presse. Ich bin da auch ganz entsetzt, dass einfach nur noch bösartige, unfaire Berichterstattung stattfindet. Zum Beispiel hat man ausgegraben, das wussten wir selber nicht, dass einer der Redakteure mal bei der NPD war. Wir haben aber auch Redakteure bei den Linken. Einer ist Mitglied bei der Basis, einer ist Mitglied bei den Piraten. Wir haben sie von allen Sorten. Ich war mal bei der CDU. Und wir sind inzwischen natürlich parteilos, weil wir objektiv Bericht erstatten wollen. Und in der Redaktion wurde auch oft heftig diskutiert. Und deswegen glaubt nicht alles, was in der Mainstream-Presse steht, die Zitate sind zusammengestaucht, verfremdet, nicht vollständig. Und ich bitte auch die Mainstream-Presse, uns einfach ein faires Gehör zu geben. Zum Beispiel Jürgen Elsässer mal in eine Talkshow zum Herrn Lanz einzuladen. Werde ich jetzt das Wort wieder abgeben an Chefredakteur Jürgen Elsässer und ich sage nicht ehemaliger und möchte mit einem Zitat
1942, seit der Spiegel-Affäre 1962. Es ist sogar noch schlimmer, denn der Spiegel wurde 1962 nicht verboten, konnte weiter erscheinen, aber kompakt hat man platt gemacht und sämtliches Vermögen, inklusive Privatvermögen, wie meine Frau gesagt hat, eingezogen, um uns das Weiterarbeiten zu verhindern. Das ist der größte Eingriff in die Demokratie seit 1945 und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Wie André Poggenburg vorhin schon gesagt hat, Kompakt gibt es seit 14 Jahren. Wir haben keinen einzigen Prozess gehabt gegen uns wegen irgendwelcher Inhalte. Weder Rassismus, noch Fremdenfeindlichkeit, noch Antisemitismus, noch Aufhetzung zur Gewalt. Nichts, null, gar nichts. In 14 Jahren Geschichte. Ein solches Magazin kann man nicht verbieten. Wenn es so ist wie bei uns, dass wir eine blütenweiße juristische Weste hatten. Das ist ein Gewaltakt der Regierung und das nenne ich Faschismus. Wenn ich von Faschismus rede, dann meine ich aber nicht den ganzen Staat, sondern die faschistischen Tendenzen, die sich bei den Grünen und vor allem bei Frau Faeser von der SPD konzentrieren. Das ist der faschistische Flügel. Aber es gibt andere Elemente im Staat, die bisher nicht auf unserer Seite waren, die jetzt aber in dieser größten innenpolitischen Krise seit Jahrzehnten sich besinnen und hoffentlich sich weiter zu Wort melden, vor allem in der Justiz. Wir hoffen, dass es noch Richter gibt in diesem Lande, die der Exekutive sagen, bis hierher und nicht weiter. Zum Stand der juristischen Auseinandersetzung kann ich Folgendes sagen. Wir haben ein sehr gutes Anwaltsteam von 10 Anwälten, koordiniert von Ralf Ludwig, den ihr vielleicht kennt, weil er Michael Ballweg aus dem Gefängnis geholt hat. Aus diesem Team heraus ist schon vor einer Woche etwa eine Anzeige gegen Frau Faeser gestellt worden wegen Geheimnisverrat, weil die Polizei hat ja gleich die Presse mitgebracht. Und jetzt vor 3 Tagen, glaube ich, der Eilantrag gegen das Kompaktverbot. Dieser Eilantrag, wie der Name schon sagt, wird schnell entschieden werden. Das heißt, wir können schon hoffen, bis Mitte August ist das Urteil da. Und wenn die Richter nach Recht und Gesetz entscheiden, dann wird bis zu diesem Zeitpunkt das Kompaktverbot aufgehoben und wir machen Volldampf weiter. Wenn sich aber das Recht nicht durchsetzen sollte im Eilverfahren, dann kommt es zum Hauptsacheverfahren. Und spätestens dann werden wir gewinnen. Weil es ist unmöglich, ein Presseorgan wie uns, juristisch unbescholten seit 14 Jahren, zu verbieten. Und zwar nicht über Presserecht, sondern mit dem Trick, dass man übers Vereinsrecht geht. Die haben uns ja als erfolgreiches Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, uns haben sie zu einer Vereinigung erklärt, als ob wir irgendeine Wehrsportgruppe wären. Aber so geht es nicht. Mit diesem Trick wird die Frau Faeser nicht durchkommen und dann ist die blamiert und steht in abgesägten Hosen da. Wenn wir kurzfristig uns juristisch nicht durchsetzen, bedeutet es aber nicht, dass wir aufhören, sondern wir haben ein sehr gutes Team gesammelt und wir werden nicht als Team, aber jeder für sich weitermachen für Deutschland, für den Frieden und für die Freiheit. Als erstes, ich habe ja zahllose Interviews gegeben,
Aber als erstes habe ich mit Auf 1, dem Sender aus Österreich, vereinbart, dass ich dort ein wöchentliches Format habe. Habe schon zwei Sendungen gemacht, die zweite ging heute online. Also mich kann man nicht mundtot machen. Und mit der Reichweite von Auf 1 bin ich schon fast so weit wie vorher. Außerdem haben sowohl Paul Klemm als auch ich auf Twitter, jetzt heißt es X, Kanäle gestartet. Wenn ihr auf X unsere Namen eingeht, werdet ihr die Kanäle finden. Außerdem werden wir, ich glaube, Paul Klemm wird beginnen, auf YouTube wieder auftauchen. Es wird einen YouTube-Kanal geben von Paul Klemm, macht ihn stark. Macht ihn so stark wie Kompakt TV vorher, denn er wird die Qualität und die Qualifikation mitbringen, die es vorher gab. Und wir werden eine große Öffentlichkeit, das heißt reale Öffentlichkeit, nicht nur Internet, reale Öffentlichkeit mit Menschen schaffen. Meine Frau Stefanie wird schon nächstes Wochenende, am 3. August, bei der großen Querdenker-Demo von Michael Ballweg in Berlin auftreten. Und ich rufe euch alle auf, dahin zu kommen. Ich selber werde auf dem Sommerfest, dem Wahlkampffest der AfD Erzgebirge, ich glaube am 16. August in Pirna sprechen. Und am darauffolgenden Wochenende, 17. August, auf dem AfD-Landesparteitag Sachsen-Anhalt. Das zeigt, hier besteht eine Einheit zwischen Demokraten und Patrioten. Und das muss gefördert werden. Das hat Frau Faeser erreicht. Und das andere hat schon André Brumburg vorhin gesagt, das Scheunenfest bei ihm auf dem Rittergut in Stößen am 2. November. Ist auch vorgemerkt und meine Frau und ich, wir planen eine große Tournee durch Deutschland, durch die Städte, eine Lese- und Vortragsreihe, die das Land aufwecken soll. Und wenn Frau Faeser je gedacht hat, sie könnte mit diesem Verbot irgendwas erreichen, wir werden sie dazu bringen, dass sie nachher bitterlich weint, welchen Fehler sie gemacht hat. Und das Beste und das Entscheidende für unsere Gegenoffensive, das kommt noch, kann ich aber heute noch nicht verraten, aber bleibt am Netz, bleibt in unseren X-Kanälen, verfolgt Paul Klemm auf YouTube und es wird bald Neuigkeit geben. Wir halten alle zusammen, das Volk wird siegen. Wir werden die freiheitlich-demokratische Grundordnung wiederherstellen und dann geht es in eine lichtere Zukunft ohne diese schlimme Regierung. Vielen Dank. Jürgen und Stefanie Elsässer. Ich glaube, ein Erlebnis heute hier, der jeder, der hier nicht auf dem Platz steht, der hat heute etwas verpasst, indem er diese Live-Reden, diese emotionalen Gedanken hier, ich bin auch noch ganz ergriffen davon, nicht live miterlebt hat. Wir machen weiter. Wir haben einen nächsten Hochkaräter, der steht schon hier unten. Ihr bleibt mal, ihr bei euch brauche ich doch bei dem nächsten Lied noch. Euch lassen wir heute so schnell hier nicht von der Bühne. Da erwarte ich von euch mal noch einen kleinen Applaus, dass die Familie Elsässer hier auf standhaft bei uns in Gera auf der Bühne bleibt. Martin Sellner, gibt's eigentlich auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Einer von uns, einer, der von dem System über Jahre auch gemaßregelt wird, dem die konnten regelmäßig dicht gemacht werden. Wir können es alles auf seinen Kanälen mitverfolgen. Und er trotzdem standhaft bleibt,
und immer wieder sich gegen Repressalien, gegen Drohungen, die bis ins Persönliche, bis in die Gesundheit reingehen, durchsetzt und sagt, ich lasse mich nicht biegen, genau wie ihr alle, die hier auf diesem Platz stehen, liebe Freunde. Martin, komm einfach hier erstmal auf unsere Bühne hoch, reihe dich in die Familie Elsässer mit ein, weil ihr steht ja auch seit Jahren gemeinsam in der Medienlandschaft und unterstützt euch gegenseitig. Emigration! 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 Und Emigration! Emigration!